Gut, ich begrüße alle recht herzlich zur heutigen Medienkonferenz zum Spiel morgen gegen den FC Stade Lausanne Uschi, auswärts in Lausanne, Runde 23 in der DJ Challenge League. Infos vorneweg keine von mir, alles wie gehabt, alles beim Alten. Darum bereits die Personalsituation zum Spiel morgen. Gesperrt ist niemand. Gefördert haben wir den Rahimi, Cicek, den Obexer, Dobras, Rapp und der Djokic. Verletzt sind der Wieser und der Gasser. Fraglich der Milan Gajic und krank haben wir den Benny Büchel und der Simon Lüchinger. Genau. Ja, Toni, ich möchte ganz kurz noch mal ein bisschen zurückschauen. Vor knapp einem Monat hast du die Auszeichnung bekommen für Golden 11. Hast also zu den Top 11 in der Challenge League vom Jahr 2021 gehört. Jetzt auch persönlich sehr einen guten Start in der Rückrunde gehabt, in 3 von 4 Spielen Scorerpunkte können sammeln. Entweder mit einem Assist oder mit Goal. Hat er die Auszeichnung irgendwie noch mal ein bisschen Aufschwung gegeben, auch ein bisschen Selbstvertrauen jetzt für die Rückrunde? Ja, Selbstvertrauen. Es ist immer schön, wenn man so eine Auszeichnung bekommt. Es ist auch ja, eine Bestätigung, dass die da entscheiden, ja, auch gewisse Sachen sehen. Und das macht mich schon stolz. Und so eine Rückrunde startet, ja. Ich bin glücklich, ich fühle mich wohl da und gebe mir das Beste. Und mit den Scorerpunkten dazu kommen, ist es umso besser für mich, für die Mannschaft und ja, für alle. Sehr gut. Ja, alle morgen auswärts gegen Uschi. Lausanne ist gemessen an den Gegengoal aktuell die viertbeste Abwehr von der Liga. Sie sind ein sehr kompakter Abwehrverbund. Wenn wir jetzt die Mannschaft offensiv ein bisschen genauer analysieren, ein bisschen genauer anschauen, was ist das Gefühl, wer ist deiner Meinung noch so ein bisschen Schlüsselspieler in der Offensive? Bei uns meinst du? Ja, ich glaube, wir müssen nicht so viel auf den Gegner schauen im Moment. Wir müssen mehr auf uns schauen, achten. Wir haben jetzt einen Weg eingeschlagen. Wir wollen einfach wie gegen Iverdon sehr kompakt und aggressiv zusammen verteidigen. Und ab dort haben wir genügend Qualität, nachher in der Offensive Lösungen zu finden. Das ist kein Problem für mich. Und Bene so ein bisschen offensiv, was hast du das Gefühl? Ja, die haben jetzt dieses spezielle Team, also die sind immer mit 3 hinten und dann die 2 Außenbahnen. Sicher der Heft ist in guter Form. Auf der linken Seite vorne ist der Chader gesperrt, wo sicher ein interessanter Spieler ist. Das ist ein Vorteil für uns, das ist klar. Aber die werden trotzdem immer mit 11 Spielern auf dem Platz stehen, das ist klar. Und je nachdem, die Spieler machen mal mit 3 vorne oder mit 1 und 2 hinten die Spitze oder ein 10er und 2 Spitze. Das ist alles sehr, sehr frei. Ich glaube, sie sind sehr spielfreudig, sehr dynamisch und wir müssen einfach bereit sein auf jede Situation. Wir müssen nicht zu viel, manchmal nicht zu viel überlegen. Ich sage in dem Sinn, wir müssen sehr, sehr agil, sehr, sehr schnell reagieren an die Situationen und schnell drauf sein auf dem Gegner. Ja. Gut, danke, Herr Weidner. Bitte schön. Toni, wie wichtig war der Sieg auch für das Selbstbewusstsein und fürs Befinden auch in der Mannschaft jetzt am letzten Spiel, auch für die kommenden Spiele, jetzt für morgen und dann für die nächsten 2, wo ja Schlag auf Schlag geht? Es ist sehr wichtig und es hat auch sicher gut getan. Aber jetzt geht das nächste Spiel los und da fängt auch 0-0 an und wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und aber gerade hat den Sieg gut. In den letzten 8 Spielen hat man einmal verloren. Ist es eine Lieblingsmannschaft? Und warum ist das so? Warum das so ist, das ist noch schwer zu sagen. Aber wir gehen mit der Einstellung dorthin, dass wir 3 Punkte mitnehmen. Interessant, du schaust Janik ist wieder im Training. Denkt man, wird auch spielen dann noch wahrscheinlich? Ja. Schauen wir das. Ein Training einfach. Nur ein Training jetzt. Ein kurzes Training gestern mit der Mannschaft voll gemacht. Jetzt schauen wir, müssen ein bisschen auch überlegen, wir haben jetzt 3 Spiele in einer Woche, dass wir ein bisschen clever die Spieler einsetzen. Das ist eine Idee. Jetzt schauen wir, wie heute geht es einfach auch ins Training. Aber die Rückmeldungen so sind gut. Auch mit dem Hintergedanken mit den gelben Karten oder darfst du gar mit reinspielen? Das ist auch, also jetzt ist er nicht mehr gefährdet, aber logisch, wir haben einen Raimi, der jetzt auch gefährdet ist. Schauen wir, also es geht mir auch wirklich auch ein bisschen die Freshness zu haben und auch mit dem Load, dass die Spieler fit bleiben zu spielen. Der Milan ist fraglich, bis jetzt dort Chance oder weiter? Also ich war auch eine kurze Woche gewesen. Jetzt Milan hat 90 gegen Iverdon gespielt, nach dem Spiel hat er ein bisschen Rückenschmerzen.
jetzt könnte vorgestern und gestern nicht trainieren. Und jetzt, aber gestern könnte schon ein bisschen joggen und heute sieht es grundsätzlich viel besser aus. Wir entscheiden auch heute nach dem Training, wie es weitergeht. Wir müssen auch in dem Bereich ein bisschen aufpassen. Montag ist wieder noch ein Spiel und wir müssen auch ein bisschen den Balance finden. Du hast gerade gesagt, ihr schaut natürlich auf euch, nicht auf Lausanne. Ist da vom Taktischen her auch so, dass ihr dann eben so spielt, wie es ihr spielen wollt jetzt auch? Oder nicht dann, weil du sagst auch, sie spielen mit drei hinten oder drei vorne und so, dass man sich da gar nicht so anpasst? Ich finde im Moment, unser Team braucht was wir machen im Moment. Wir müssen einfach von unserer Qualität, aus unserer Qualität Fußball spielen. Wir wollen zusammen verteidigen, aggressiv verteidigen und ab dort spielen wir unseren Fußball. Und das ist unsere Milestone im Moment. Wir machen das gut, okay? Wir wollen zulegen, nicht nur gut machen, weil wir haben es gesehen, wir haben es gut gemacht. Gegen Everton erste Halbzeit, zweite Halbzeit sicher besser. Wir wollen in dem Bereich zulegen. Und am Schluss, wir wissen auch ein bisschen, wie sie kommen, wie sie spielen. Jetzt werden wir sicher noch ein bisschen kurz mit der Mannschaft schauen, was sie Optionen haben. Und wir haben auch Optionen, wie die verschiedenen Situationen lösen möchten. Aber danach spielen wir unseren Fußball. Das ist für mich wichtig, dass wir unsere Identität auf den Platz bringen. Diese neue, sagen wir nicht neue, diese klare Identität, die ich jetzt haben möchte. Toni, du hast nach dem Spiel gesagt, gegen Iberdau, du musstest mehr laufen, weil natürlich auch eine andere Position ein bisschen weiter zurück war. Wünschst du vielleicht, dass er vielleicht ein bisschen anders im System spielt, dass du weiter vorne wirst und nicht mehr so viel laufen? Nein, laufen liegt sicher nicht. Und ich werde dort eingesetzt, wo mich der Trainer einsetzt, und dort gebe ich mein Bestes. Ja. Das war deine Bestmarke gegen Iberdau, du hast schon mal mehr gelaufen. Wann bist du 12 Kilometer gelaufen? Ja. Vorletztes Spiel, glaube ich, mal 12 Kilometer. Aber ich habe es vielleicht schon bei mir wäre Marke. Gut, keine weiteren Fragen. Sehr gut, dann danke euch vielmals. Danke euch fürs Kommen und bis morgen. Ja.